Herzlich willkommen bei Malermeister Klinger. Heute hier Tag Nummer 6 an diesem Projekt Wohnungsrenovierung. Wir legen heute los und werden den Boden fertig spachteln. Dazu müssen wir noch ein paar Sachen vorher machen. Wir haben ja gestern hier das Ganze abgesandet. Das werden wir jetzt absaugen und dann mit der SAP die ganze Geschichte grundieren. Dann spachteln wir ein Gewebe ein in die FS hier auf diese Fläche und ziehen das auch noch mal ein bisschen aus. Somit fahren wir da in sicheren Gewässern sozusagen. Als allererstes, wie gesagt, werde ich das jetzt alles wegsaugen und dann hier die Grundierung nehmen. Und da müssen wir auf jeden Fall das schön aufrühren, denn die ist quarzhaltig und der Quarzsand, der hat sich hier auch wieder abgesetzt. Und das kann man gut erkennen, dass das hier so ein bisschen klumpig dick ist. So wie jedes Produkt, also sprich auch Lack oder Wandfarbe, die Dispersionsgeschichten setzen sich immer ab und oben ist dann das Bindemittel und deswegen immer schön aufrühren, bevor man etwas anfängt. Man weiß ja nie, wie lange sowas steht. Ne? Meistens werden ja Sachen, die hinten standen, nach vorne genommen und dann guckst du dir meistens die Lackdose an und die ist staubig und dann denkst du, mein Gott, die steht aber hier schon lange. Aber solange die zu sind und noch nie geöffnet sind, halten die sich auch lange. Normalerweise 2 Jahre und ja, je nachdem drüber hinaus. Okay, dann saugen wir alles weg. Ich leg los, nehme euch kurz im Zeitraffer mit. Auf geht's. Dann grundieren wir das jetzt hier durch und heute Planung. Küche streichen, Flur streichen. Der Jonas geht runter, wird im Kellerraum, zeigen wir euch auch noch, die 2 Räume vorbereiten mit Abdeckung und dann müssen auch noch 3 Türen lackiert werden. Zeigen wir euch kurz, das Ganze streichen wir mit Silikatfarbe, also Mineralfarbe, mit einem 5%igen Dispersionsanteil. Der ist deswegen drin, damit die ein bisschen flutschiger laufen. Ja. Aber unten Kellerraum immer schön Safety First. Minerale streichen, sind wir auf der sicheren Seite, ne? Feuchtigkeit, Schimmel und sowas alles, was eventuell entstehen könnte, ja, damit es einfach auch schön diffusionsoffen ist. Okay. Alles in Action. Also, habe das Ganze jetzt ohne den Jonas gemacht, denn der ist unten im Keller und bereitet da schon mal die Sachen vor. Kamera steht wieder schief, aber das ist jetzt auch egal. Also, FS, sehr guter Spachtel. Damit kannst du innen und außen arbeiten, auch an Fassaden. Also ein universeller Mörtel, der wird steinhart. Und das ist richtig gut. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen mehr angemacht, das schon mal aufgefüllt. Und dann schauen wir mal, wir haben es jetzt um 10, ob wir das heute noch grundieren und ausgießen können. Der muss ja aushärten. Da bin ich gespannt, wie schnell der aushärtet, weil der hat eine zementäre Komponente und dadurch brummt der schneller an. Werden wir sehen. Also Material ist auftragen, dann das Gewebe und somit haben wir das jetzt hier auch schon mal Safety First gemacht für den Anfang. Die Ränder hier in dem Bereich, weil das hier abschüssig ist, werde ich mit Acryl ein bisschen hochstehen lassen, damit die Masse da auch nicht dahinter läuft. Man kann es mit Bauschaum machen oder die Randem streifen, aber beim Randemstreifen musst du trotzdem unten ein bisschen was hinmachen, weil das immer ein bisschen runterrutscht. Ja, Küche, fertig abgedeckt, da streichen wir jetzt die Latexfarbe und dann gehen wir jetzt als nächstes hin. Jetzt habt ihr ja gerade den Jonas hier schleifen sehen und das ist der Kellerraum. Hier haben wir 2, 3, 4 Türen, die wir lackieren.
die beidseitig, die anderen von der einen Seite, weil Eigentümer, Gemeinschaft, und da gehört der Flur nicht zu beiden Seiten. Dieser Raum und der Raum da drüben, das gehört mit zur Wohnung, das werden wir alles streichen. Jonas hat schon fleißig abgedeckt, ich lackiere jetzt noch die Türen fertig. Und wie gesagt, dann gehen wir hoch zu dem, ja, zu der Latexfarbe streichen, ne? von der Küche. Und ich schaue nochmal, ob der Boden da jetzt angezogen hat, damit Heizlüfter beschleunigen wir das Ganze. Und dann werden wir sehen, was wir jetzt um 11:30 Stand noch so alles rocken können, bis heute Abend. Ja? So, 12 Uhr, also ich bin gut im Rennen. Latexfarbe Premium, und da habe ich jetzt schon gestrichen, und da muss man zweimal streichen, aber das ist kein Problem, das geht richtig gut. Und auch hier habe ich schon getestet, das mit dem Boden, also es brummt, Heizlüfter hilft, das kriegen wir heute wahrscheinlich alles noch gerockt, ne? Lüften, heizen, lüften, heizen. Fertig, aber wir spachteln jetzt noch. Wir haben es 15 Uhr, also wir liegen voll in der Zeit, und ich habe zwei gute Nachrichten, und die erste Nachricht ist, das mit der Masse hat getrocknet, also ist angetrocknet, nicht komplett durchgehärtet, ist klar, aber es ist trocken, und ja, da oben habe ich die Lampe nach oben gesetzt, Jonas, damit wir gutes Licht haben, und da ziehen wir dann einfach den Stecker. Gleich grundiert das Ganze, und jetzt können wir hier alles schön ausgießen. Und ich habe, während der Jonas unten das Zimmer gestrichen hat, echt super, das ist auch schon fertig, alles schon mal vorbereitet, die Säcke, das Wasser. Und ich habe natürlich dann hier abgedeckt, weil ich habe den Flur gestrichen. Und the kitchen is ready. Yes, my English is very good. Aber es wird immer besser, mache ich ja jeden Tag ein bisschen, ne? So wie die Zeit halt es zulässt. Okay, ich habe jetzt Material angemacht, 5,5 Liter Wasser kommen rein. Ich mache diese 5,75, das ist mir ein bisschen ein wenig sämiger. Beim Durchrühren hat man immer am Rand noch hier und da immer so diese Verhärtungen. Und deswegen immer noch mal mit der Spachtel nachgehen, Material ein bisschen liegen lassen und dann einfach noch mal schön durchrühren. Und immer, weil der Jonas dann rühren wird, immer am Rand so ein bisschen runterkratzen. Früher hat man es mir so beigebracht, mit dem Material, dass du das angemacht hast und dann Zigarettenlänge, Reval war das damals, und dann hat man losgelegt. Heute kannst du wahrscheinlich direkt durch, aber ich muss auf jeden Fall schön klumpenfrei rausrühren. Okay. Oh, und am Rand habe ich alles schön nochmal mit Acryl hinten einen Zentimeter hochgezogen. Somit weiß ich, okay, das kann jetzt nicht weg abhauen. Und mit dem Wägelchen ist das auch super. Fenster sind alle zu. Und dann kippen wir das daher. Und gut ist, kommt Parkettboden rein. Bei einem PVC-Gummi, was wir früher verlegt haben, Neuum, haben wir das dann mit einem großen Traufel immer auf Knien abgezogen. Da kriegst du das Gefühl, obwohl du was liegen lassen musst. Ja. Und als guter Bodenleger, was man früher dich gelernt habe in meiner Lehrzeit, hast du das beim Laufen im Gefühl, so wie damals Michael Schumacher mit dem Ferrari, da wusste er, da mit dem Popo, ja, so läuft die Karre gut und so läuft sie nicht gut. Und eine gute Bodenvorbereitung ist das A und O, und ihr müsst daran denken, man verlegt einen Boden ungefähr zweimal in seinem Leben, und dann lieber ordentlich machen und materialtechnisch auch was Vernünftiges einfach reinlegen. Ne? Soll ja eine Weile halten. So, jetzt müssen wir dann doch ein bisschen Spagat machen. Könnte ich zeigen, dass ich den kann, aber machen wir jetzt nicht. Da ist die Hose ein bisschen weitaus eng, aber das kriegen wir hin. Okay, einmal da runter.
Jawohl. Perfekt. Das ist fertig. Gib jetzt den Rest aus und dann kann der Jonas schon mal loslegen. Ja, ich bin. Letzte Züge. Was waren das jetzt? Sieben Sack? Sieben? Acht? Acht Sack, 3 Quadratmeter. Also haben wir ein gutes Material reingekriegt. Hier nochmal schön mehr liegen lassen, dass dieser Sturz weg ist. Das passt. Da kommt Trittschall rein und Parkettboden. Das ist super. Das überbrückt das sehr gut dann nochmal. Und jetzt gebe ich hier den Rest rein. Und dann einmal rückwärts alles sauber machen. Und let's go, Mexiko. Zack. So, herrlich. Einmal frei. Ich finde schon immer sowas genial vom Aussehen her. Schleifen, von mir aus noch eine Lasur drüber, 2K PU-Lack. Ja, hast auch einen geilen Boden. Ja. Boah. Bup, bup, macht's dann. Oh, und auf den, haben sie gesagt. Der Oberarzt, auf jeden Fall. Mache ich ja jeden Morgen. Dehnen, Muskeln durchrollen und schön hier unten runtergehen. Zack. Eine Minute, 2 Minuten halten. Mensch, wir sind fertig. Zeig's euch noch kurz. Und wir liegen auch im Zeitrahmen. Das ist auch nochmal kurz zur Info. 22. Donnerstag, 15:50 Uhr. Also die Videos sind alle gleichen Tag gemacht und produziert. Boden ist drin. Jonas, kannst du mal reinschenken, so kurz, langsam. Ja. Da auch der Übergang, wie schön das aussieht. Ja, kann man auch so durchgucken. Da sieht man, das zieht schon an. Nimm noch die Folie weg. Okay. Machen wir Abspann in der Küche. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt heute. Wir haben ja schon viel aufgeräumt und das Schöne ist ja, wenn du wieder Material mitnehmen kannst und du siehst aber erstmal auf Baustelle, habe ich auch mit einem Malerkollegen, mit Kessler immer so gesprochen, auch mit anderen, auch die Kunden, was die sagen, was man eigentlich so alles braucht, ist ja nicht nur ein bisschen abdecken, ein bisschen streichen. Ne? Du brauchst so viele Sachen und das ist Wahnsinn manchmal. Gell, Jonas? Ja. So, und hat man ja noch eine Überraschung. Und die zweite Überraschung ist, heute ist der letzte Drehtag für die Woche. Gell, Jonas? Ja. Ferienjob ist beendet. Mhm. Weil wir gehen heute ins Kino und er weiß ja halt nichts davon. Und ich würde sagen, wir haben einen geilen Job gemacht und wir haben hier noch zwei alkoholfreie, ja, keine Ahnung wie. Und die knallen wir uns jetzt rein. Wuppiwupp. Und dann sage ich vielen Dank für dein Tun. Hat er wirklich super gemacht, Jonas. Bin echt stolz auf dich. Ich muss jetzt aber erstmal wegziehen. Oh, das ist Wahnsinn, ne? Ihr kennt das ja. Es löscht von innen. Kundschaft ist auch zufrieden. Haben wir gutes Feedback bekommen. Echt super. Freut mich. Und wir haben heute den Masterplan von mir eingehalten. Wir haben eigentlich mehr noch gemacht. Unten die Zimmer, die zwei abgedeckt. Das eine Zimmer, das hat der Jonas fertig gestrichen. Und die Türen habe ich hier eingehangen. Von der einen Seite sind sie geschliffen und grundiert. Und auch zugeschlossen. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Der Jonas hat den letzten Ferientag morgen. Und ich muss nämlich Büro machen. Angebot schreiben, 2 Stück. Kunden nachtelefonieren. Das kannst du alles hier nicht machen. Ich bin toujours nur am Rödeln und ihr habt es ja selber gesehen. Und wenn Anrufe kommen, sage ich immer, bitte E-Mail schreiben, alle Daten dazu, kurz quatschen und dann
geht es schon weiter, weil ruckzuck sind es eine Viertelstunde weg und das hält dann einfach auf. Und das muss ich jetzt alles morgen reinholen. Und morgen geht es dann in die Pfalz nach Bellheim. 1250 Jahre Bellheim. Bierfest und Weinfest, da gehen wir hin. Da fahren wir morgen nach dem Mittag los, müssen zu Hause noch viel machen, Rasen mähen und sowas. Kommt einem alles die Woche gar nicht dazu. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Montag wieder. Ich drehe dann hier allein und habe noch ein paar Sachen zu tun. Und dann machen wir die Woche voll mit Tag 7. Und oben ist auch noch am Fensterrahmen was zu machen mit Ausfugen. Und dann nehme ich euch mit, zeige ich euch das. Und dann sind wir ja durch mit dieser Wohnungsrenovierung. Ich sage jetzt schon zum kleinen Freitag, das ist nämlich der Donnerstag, After Work. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Malermeister André Klinger. Macht's gut. Ciao.